Shalom Aleichem, wir lernen dem täglichen Tanja heute. Heute ist 7. Adar, Adar 2. Heute ist der Jahrzeit, dem Tag, wo Moshe Rabbeinu ist geboren und der Tag, wo Moshe Rabbeinu wurde von dieser Welt genommen und gekündigt, also Leben und Tod am selben Tag. Und wir werden beginnen heute Kapitel 36 in Tanja. Und das ist bekannt, das, was unsere weisen, seligen Andenken sagen, dass dem ganzen Tachles von dieser Weltschöpfung, was ist das Ziel unter Tachles von dieser Welt, ist, weil Hashem hat eine Gelust, eine Wille, irgendeine Lust zu haben, eine Wohnung hier in diese niedrigste, unterste Welt. Das heißt, Hashem will eine Wohnung. Was ist eine Wohnung? Was ist der Unterschied zwischen dem Mensch in seiner Wohnung oder in andere Ort? Wenn ein Mensch ist in seiner Wohnung, er ist mit seinem ganzen Wesen. Wenn er ist woanders, er ist nicht mit seinem ganzen Wesen. Zum Beispiel, wenn dort ist nur seine Möbel oder seine Arbeiter und nicht er selbst, das ist nicht seine Wohnung. Auch sein Restaurant. Es ist nicht eine Wohnung, weil er ist dort nur Zeitweile. Auch ein Büro, wo der Mensch ist viel Zeit dort, ist nicht seine Wohnung. Wohnung bedeutet, das ist ein Haus. Das ist ein, wie sagen die Deutschen, Festnetz. Also das ist etwas, was bleibt zu Hause. Zweitens, überall, wo der Mensch geht, Büro, Synagoge, Restaurant, Lager, egal wo er geht, er benimmt sich gemäß die Menschen dort. Aber wenn er ist zu Hause, geht er mit Gatkes. Er geht so, wie er will. Zu Hause fühlt er sich wohl. Hashem sagt, ich will dir nicht nur in die Synagoge. Ich will dir nicht nur im Bet HaMikdash in Jerusalem. Ich will, dass du mir einen Platz machst zu Hause, bei dir zu Hause, hier in dieser niedrigste Welt. Du niedrigste Welt, hier unten. Jeden Ochs und jeden Esel erkennt sein Chef. Nur der Mensch erkennt nicht seinen Chef, seinen Gott. Also sogar ein Ochs und ein Esel wissen, ich habe einen Boss. Aber der Mensch, Hashem hat das so gemacht, dass hier in dieser Welt, Hashem war früher alleine. Und er war alleine. Aber er hat sich entschieden und die ganze Welt hier war erfüllt mit Gott. Es war nur Hashem hier. Hashem aber, was hat er gemacht? Er hat gemacht eine Welt, wo in dieser Welt Gott ist unsichtbar. Wenn jemand will Gott erkennen, muss er lernen, muss er die vier Schalen von der Klipot entfernen und erst dann vielleicht kriegt er ein Bewusstsein, dass Hashem ist der Chef von dieser Welt. Deshalb, Hashem hat das so gemacht, weil es steht geschrieben in die Torah, der Mensch kann mir nicht sehen und am Leben bleiben. Am Leben bedeutet nicht nur an Menschen, sondern auch Engel, Chayot, Raphim, spirituelle Kräfte, die können auch nicht Gott sehen. Steht geschrieben, dass die Engel haben sich geweigert, soll Hashem soll schaffen, der Mensch. Hashem hat genommen seine kleinen Finger zwischen denen und sie wurden alle verbrannt. Und steht geschrieben, dass diese 10 Finger, das sind die 10 Sephirot, und die kleine Finger ist die Malchut. Da hat sie mit diesen kleinen Finger annulliert, stioniert, verbrannt. Und das ist die ganzen Ishtalshelut, die Treppen, die kommen in diese Welt und in Einschränkungen hier unten. Ich gebe ein Beispiel. Ein Rebbe lernt mit seinen Schülern. Und er will die Schüler geben ein Beispiel. Er will die Schüler geben ein Beispiel. Und die Beispiel soll die Kinder verstehen, dass wenn ein Mensch sagt etwas, damit soll es sein 100% koscher, soll man es kauen und kauen und kauen. Und der Rebbe gibt ein Beispiel, zum Beispiel wie eine Kuh. Die Kuh hat 4 Magen und sie isst und später bringt sie immer das Essen hoch und hoch und hoch, bis sie noch einmal isst. Auch ein Mensch muss mindestens 4 Mal überlegen, weil in dieser Welt gibt es
vier Schalen. Also, wenn man sagt in ein Wort, wie kann ein Mensch glücklich leben in dieser Welt, viermal überlegen bei jeder Sache, was man sagt. Hoho, das wäre die schönste Sache. Aber der Schüler versteht das nicht. Und sein Rabbi gibt ihm ein Beispiel, soll er lernen von einer koscheren Kuh, dass sie wirklich, wie sagt man, wird noch alt wie eine Kuh und lernt noch immer was dazu. Also sie lernt noch immer was dazu, weil sie schweigt, weil sie redet nicht. Bis diese Welt, die physische Welt, diese Welt ist physisch. Diese Welt ist eine Lüge.